Heute ist Väterchen Frost aber mal wieder ganz besonders frostig. Was, Sam? Machen Sie es doch einfach wie ich, Sir. Immer schön in Bewegung bleiben. Dann friert man auch nicht. Nicht jeder hat so unglaublich viel Energie wie du, Penny. Ich bin vielleicht ein paar Jährchen älter als ihr, aber ich habe immer noch jede Menge Schwung in den Knochen. So habe ich das doch nicht gemeint, Sir. Ich meinte... Spar dir deine Worte, Sam. Ich sage dir, ich bin so fit wie ein Langstreckenläufer. Ja. Sieht aus, als wären wir hier ganz für uns, Lämpchen. Das macht meine kleine Überraschung nachher umso größer, weißt du? Die Heizung ist zwar alt, aber bisher hatten wir noch nie Probleme damit. Keine Sorge, Gwendolyn, den bringe ich schnell wieder auf Vordermann. Sonst will ich nicht Mike, die Trommelmaschine, flatt heißen. Ha, 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 ha. Oh nein. Hallo, Sarah. Was machst du denn da? Mit deinen Puppen habe ich dich aber lange nicht spielen sehen. Ich spiele nicht mit Puppen. Ich bin Babysitterin. Aber Sarah, wo hast du denn ein Baby her? Bist du nicht ein bisschen zu jung, um auf ein... Das Baby sieht aber komisch aus. Ich weiß. Ich habe es Lämpchen genannt, Mom. Oh, Sarah, du bist mir eine... Hey, ja, herein. Hauptfeuerwehrmann Steel? Oh, joggen Sie schon den ganzen Morgen? Ganz recht, Penny. Was meine persönliche Fitness angeht, kann ich es mit jedem Schachspieler aufnehmen. Aber natürlich, Sir, gar keine Frage. Dürfte ich Sie nur kurz um ein Berichtsformular bitten? Aber gerne doch, Penny. Danke, Sir. Meiner treu. Und schauen Sie bald mal wieder rein, Trevor. Aber sicher doch. Und zwar sofort, wenn ich wieder etwas aus Ihrem Supermarkt brauche, Dennis. Oh, ein Baby. Ich liebe kleine Babys. Die sind so süß, wenn sie noch klein sind. Oh, na sowas. Tja. Es hat auf jeden Fall schöne Locken. Oh, beeil dich lieber und bring den kleinen Fratz rein, bevor es zu regnen anfängt. Armes Ding, es hat ein Gesicht wie ein kleines Schaf. Hallo Tiger, bist du jetzt bei der Feuerwehr? Wenn er sich schon bei einer Papiertüte so erschreckt, wie wird er dann wohl erst auf das Feuerwerk reagieren? Hauptsache, er ist heute Abend nicht draußen. Keine Sorge, er bleibt hier. Also, Mike Flatt braucht ein paar Holzpfähle für das Feuerwerk, Kinder. Oh, im Keller liegen welche. Ich hole sie schnell. Nein, ich hole sie. Nein, ich. Hallo, Norman. James und Sarah holen gerade ein paar Holzpfähle. Hallo, kleiner Tiger. Hey, bleib stehen. Oh, nein. Jetzt ist er weg. Wo hab ich bloß die Streichhölzer? Ohne Streichhölzer kein Feuerwerk. Hey, Mandy! Tiger ist schon wieder weggelaufen. Wir dachten, er wäre vielleicht wieder zu euch gelaufen. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber vielleicht versteckt er sich ja wieder in der Werkstatt. Dann lass ihn uns da suchen. Hab sie! Los geht's! Nein, er darf noch nicht anfangen. Halt ihn auf, Mandy. Das geht nicht. Ich darf nicht hinter die Absperrung. So sind die Regeln. Ach, was ist hier wohl wichtiger, Mandy? Tiger oder so ein blödes Stück Band? Tiger. Dad! 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 Hinter die Absperrung. Und zwar sofort. Oh, aber... Tu, was ich dir sage. Jetzt geh schon. Lauf, Sarah! Nein. Oh nein, mein Werkzeug. Mein kostbares Werkzeug. Wir müssen Feuerwehrmann Sam verständigen.
Brand bei den Flats? Oh nein, die Feuerwerksparty. Hoppla, schon wieder. Bei den Flats brennt es. Da ist sicher was mit dem Feuerwerk passiert. Quiddlington, Sam, ihr nehmt Jupiter und ich halte hier die Stellung. Wo Tiger jetzt wohl stecken mag? Oh je. Hoffentlich hat er sich nicht in der Werkstatt versteckt. Jetzt sag doch sowas nicht, Norman. Norman Crush. Oh nein, nicht schon wieder. Ich dachte, heute wäre Feuerschutztag, nicht Norman Price Verfolgungstag. Wenn ich nur einen Ort wüsste, wo Hauptfeuerwehrmann Steel mich nicht stört. Ah, wer hat schon mal von einem Feuerschutztag in einer Feuerwache gehört? Hier wird mich Hauptfeuerwehrmann Steel nicht stören. Das ist das allerbeste Flugzeug, das ich je gebaut habe. Jetzt fehlt nur noch jemand, der etwas von Papierflugzeugen versteht. Schnippti, schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippti, schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Danke, danke, vielen Dank. Na, Norman? Oh nein! Na, was verschlägt dich denn heute in meine Küche, Norman Price? Hä? Gar nichts. Naja, eigentlich wollte ich dir was vorführen. Was richtig Cooles. Du wirst mich nicht an der Nase herumführen, Norman Price. Was du hier suchst, weiß ich ganz genau. Ach ja? Ja, ich weiß, wie gern du alles wegnaschst. Was? Du lässt schön die Finger von meinem Herd und jetzt raus aus meiner Küche. Na los, ja, hoppedi, hoppedi, hopp, 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 hopp. Nein, ich wollte doch, ich muss, ja, ich mach auch. Schnippti, schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippti, schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Quiddlington, wie sieht es denn mit unserem Essen heute aus? Noch nichts angebrannt, hoffe ich. Ich habe den Eintopf gerade angestellt. In einer Stunde ist er fertig. Ausgezeichnet. Feuerschutz macht nämlich ziemlich hungrig. Also wirklich? Hauptfeuerwehrmann Steel. Norman Price, ich habe ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden. Nicht übel, dieser kleine Flieger. Was ist denn los, Norman? Ach, nichts, Sam. Oh, diese Rettungsscheren sind genial, Sam. Kann ich die auch mal irgendwann bei einem echten Rettungseinsatz benutzen? Naja, hoffentlich nicht zu bald, aber dann darfst du sie bedienen, Elvis. Hoho, die könnte nützlich sein, wenn du wieder den Braten verkohlen lässt. Da, 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 da. Hey, das Licht ist plötzlich aus. Ich bin eingeschlossen. Ich muss Hilfe rufen. Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Mike Flood in seinem Wagen eingeschlossen? Komm, Elvis!
Zum Haus der Flatz, Sam. Mike Flatz ist in seinen Transporter eingeschlossen. Türen gehen nicht auf! Keine Angst, Mike, das haben wir gleich. Wir haben dich da im Handumdrehen raus! Elvis, warte! Was hast du vor? Du meintest, ich darf die Rettungsschere beim nächsten Mal benutzen. Ja, wenn es nötig ist. Hier müssen wir die Bretter doch nur wegnehmen und die Tür ganz normal aufmachen. Danke, Sam. Ich dachte schon, ich komme da nie wieder raus. Aber Mike, solange wir da sind... Das ist meiner! Jetzt bin ich dran mit dem Glückseimer! Nein, ich hatte ihn zuerst! Du hattest ihn schon letztes Mal, das ist gemein! Gib ihn mir! Ach, hört auf, ihr zwei! Die Eimer sind doch wirklich alle absolut gleich! Nein, Dad! Wer den Glückseimer hat, der fängt natürlich am meisten! Wie kann ein Plastikeimer Glück bringen? Viele Dinge können Glücksbringer sein, wie dieser Glücksanhänger hier. Na, dann nehme ich am besten den Glückseimer. So gibt es bestimmt keinen Streit darüber. Stimmt, Norman. Eine sehr gute Idee. Dad! Was? Jetzt ist Norman dran. Er hatte den Eimer noch nie. Miau. Miau. Tut mir leid, Gwendolyn. Keine Spur von einem blinden Passagier im Löschfahrzeug. Mit uns ist er also nicht zurückgekommen. Aber er muss doch irgendwo sein. Aber sicher, Gwendolyn. Wir halten die Augen nach ihm auf. Er taucht sicher wieder auf. Stellt ihm doch was zu fressen raus. Tiger! Tiger! Mietz, Mietz, komm, ein kleiner Rumtreiber. Du hast gesagt, er würde sich nicht verlaufen. Und du hast gesagt, er würde nach Hause kommen. Ist er aber nicht. Ich hätte dir niemals glauben sollen. Ach, Sarah, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Tiger ist schon oft weggelaufen und er ist immer zurückgekehrt. Komm, lass uns nach Hause gehen. Wenn wir Glück haben, wartet er ja dort schon ganz ungeduldig auf uns. Ich wünsche mir, dass mein Tiger zurückkommt. Tiger! Mom! Mom! Es hat wirklich funktioniert! Tiger ist im Brunnen! Tiger? Schnell, Mom! Ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Tiger im Brunnenschacht! Gwendolyns Kater Tiger ist in den Brunnenschacht gefangen. Verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll den Geländewagen nehmen. Dass die Bergwacht bereit ist, auch einen Kater zu retten, Tom. Aber klar doch, die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht, Gwendolyn. Da sind sie schon, Penny. Hallo, Penny, hallo, Sam. Hallo, Tom. Hi, Tom. Komm schnell, alle sofort in den Wagen. Mom. Nein, Gillis, hier lang. Hilfe, wir brauchen Feuerwehrmann Sam. Ein Feuer in den Pontypandy-Bergen? Oh nein!
Beeilung, Leute! Jeder nimmt seine Ausrüstung! Schnell! Feuer in den Pontipendibergen, Sam! Verständigt sofort, Tom! Hallo, Tom. Wir sind gleich da. Ein Feueralarm in den Pontipendibergen. Ein Feueralarm? Ja, ist klar. Ich schau mich um. Seltsam, man sieht nirgendwo Rauch. Wo haben Sie dieses Feuer denn gesehen? Da! Da vorne war es! Rote Flammen, die über die Wipfel in den Himmel schlugen! Oh! Oh! Oh nein! Mom, das ist der Sonnenuntergang. Norman Price, hättest du deiner Mutter nicht so viele Schauermärchen erzählt, wäre das alles nie passiert. Unter diesen Voraussetzungen können wir ebenso gut nach Hause fahren. Jetzt gleich! Entschuldige, Trevor. Entschuldige, Mom. Ich verspreche auch, keine Geschichten mehr zu erzählen. Tja, dann rufe ich nochmal die Feuerwehr an und melde den falschen Alarm. Was? Ein falscher Alarm? Entwarnung, Männer und Frau. Falscher Alarm. Es gibt keinen Brand. Ich wiederhole, Entwarnung. Nur ein falscher Alarm, Elvis. Dann wieder zurück. Da ist das Feuer. Ich ruf Sam an. Das muss er wissen. Hallo? Hey, Sam. Ich hab das Feuer entdeckt. Ihr müsst schnell herkommen. Wir sind gleich da. Sag Hauptfeuerwehrmann Steele, was los ist. Trevor, es brennt wirklich, da vorne am Waldrand. Ruf Feuerwehrmann Sam zurück, schnell! Norman Price, ich hatte dir vorhin verboten, weiter solche Schauermärchen zu erzählen. Nein, aber das ist kein Märchen, es brennt wirklich. Oh nein, die erste Grundregel, niemals das Lagerfeuer unbeaufsichtigt lassen. Tom, Thomas an Sam, ich bin jetzt gestartet, wo seid ihr? Wir fahren gerade vor, Tom. Ein Glück, der Wald brennt noch nicht. Elvis, was tust du? Den neuen Wischmopp austesten, natürlich. Und damit du es weißt, Penny, ich werde nur noch vorwärts gehen, damit es keine Unfälle mehr gibt. Ja, nur wird's dann nicht blitzeblank. Warum ist Aufwischen nur so kompliziert? Da muss ich erst einen neuen Antriebsriemen bestellen, Dillis. Du hast sie total überladen. Aber nein, das war Norman. Darum bitte ich ihn auch nie im Haushalt zu helfen. Klar, bis dann, Dillis. Hallo. Tag, Mike. Norman! Oh, was denn nun? Ich hab doch die Wäsche gemacht. Nein, du hast die Maschine kaputt gemacht. Und jetzt wirst du Mike ganz freundlich fragen, ob wir unsere schmutzigen Sachen bei ihm waschen dürfen. Aber... Viel Spaß, Norman. Ich werde mal sehen, ob James und Sarah skaten wollen. Weißt du, Norman, Hausarbeit kann ich auch nicht gut leiden. Doch wenn man einen Job macht, sollte man ihn richtig machen. Oh, Feuer! Ruf Feuerwehrmann Sam! Feueralarm bei den Flats! Elvis, komm! Nö! Warum kommen die Notrufe immer in den ungünstigsten Momenten? Feueralarm bei den Flats! Penny, ihr solltet auch Venus mitnehmen! Ha ha ha!
lieber weg von dem Haus, Mike. Wir übernehmen das. Elvis, zieh den Stecker da. Immer zuerst den Strom ausschalten. Klar, Sam. Warst das also doch? Nein, das war der Dinosaurier. Er ist da lang gelaufen. Ich habe ihn gesehen. Sieh doch selbst nach, wenn du mir nicht glaubst, James. Mach ich auch. Ich komme mit. James! Norman! Oh, oh, diese Treppen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Bin ich schon zu spät zum Mittagessen? Sie sind sogar ein bisschen zu früh, Sir. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, dann rufen Sie mich, wenn es soweit ist. James! Norman! Kommt raus! Wir müssen zurück, sonst schließt uns die Flut ein. Wir brauchen Hilfe. Vielleicht sieht mich ja jemand von den Felsen aus. Ich wusste doch, dass es keine Dinosaurier mehr gibt. Gibt es wohl. Die sind einfach nur richtig gut im Verstecken. James! Was? Das Wasser! Wir sitzen fest, James! Oh. Ja, vor ein paar Stunden habe ich sie noch gesehen. Ich glaube, sie wollten runter an den Strand. Aber wo bleiben sie denn dann? Die Flut kommt doch gleich. Ich werde Feuerwehrmann Sam anrufen. Oh, James, Sarah, Norman, vermisst? Schade um das Essen. James, Sarah und Norman werden vermisst. Sie wurden zuletzt unten am Strand gesehen. Alarmieren Sie die Bergwacht, Sir. Tom kann aus der Luft suchen. Penny und ich suchen vom Wasser aus. Gut. Ich habe Sarah gefunden. Sie steht auf einem Felsen an den North Bay Klippen. Danke, Tom. Wir sehen Sie auch. Hilfe! Hier sind wir! Komm her, Sarah. Ich hab dich. Aber wo sind Norman und James? Die sind in eine Höhle gelaufen. Da drüben habe ich sie zuletzt gesehen. Und wie gefällt dir dieses Lied, Sam? Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Eigentlich habe ich lieber etwas, wo ich auch mitsingen kann, Elvis. Oh! Die Bremsen funktionieren jedenfalls gut. Wieso sitzt Woolly denn da mitten auf der Straße? Sie muss durch dieses offene Tor geschlüpft sein. Bei Fuß, Woolly! Sitz! Wenn hier Tiere auf die Straße laufen, wird's auch für Autofahrer gefährlich. Bleib doch stehen, Woolly! Wir bringen Woolly zur Familie Price. Die können sich um sie kümmern. Und Mike Flood muss dieses Tor reparieren. Braves Schaf. Wie hast du das denn geschafft? Das ist ein alter Schäfertrick. Morgen, Mike. Hier ist Sam. Ich habe eine dringende Aufgabe für dich. Das Weidetor am oberen Feld. Ja, das ist kaputt, Mike. Oh, Mom. Wie lange denn noch? Ich weiß, dass du raus zum Spielen möchtest, Norman. Aber erstmal musst du diese schlimme Erkältung auskurieren. Gut. Und jetzt bringe ich dir ein schönes Glas heiße Milch. Na gut, Mom. Hä? Hallo? Hey, das ist Feuerwehrmann Sam und er hat Woolly dabei. Und rein mit dir, Woolly. Keine Sorge, wir passen gut auf Woolly auf. Norman wird sich freuen, dass er Gesellschaft hat. Wenn Mike das Tor repariert hat, kann Woolly zurück aufs Feld.
Vielen Dank, Dillis. Aber gern. Oh, knabberst du da an meinem Strohhut, Woody? Da kommt er ja endlich. Morgen, Kinder. Eure Kutsche ist da. Morgen, Mr. Evans. Ich hab den hinteren Sitz. Immer du. Nächster Halt, das Haus von Norman Price. Dürfte nicht lange dauern. Das Tor muss nur geflickt werden. Ah, und hier ist das Werkzeug dafür. Hihi. Dankeschön, ihr seid ein tolles Publikum. Hoppla. Helen, hallo. Ich komme heute wohl ein bisschen später zum Essen. Morgen, Dillis. Wo ist Norman? Oh, der ist noch nicht wieder ganz gesund. Der Arme. Gute Besserung von mir. Du hast vielleicht ein Glück, Norman. Glück? Ich wäre auch viel lieber draußen, als hier drin festzusitzen. Norman Price! Oh, ohne Strom kannst du gar nicht auf deiner Elektrogitarre spielen, Elvis. Nein. Und Würstchen können wir ohne Strom auch nicht braten. Ich hatte mich schon so darauf gefreut. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt können wir doch noch raus. Ich werfe den Grill an, dann können wir die Würstchen darauf fertig braten. Ich helfe dir. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, Papierservietten sind schon mal wichtig. Dann können wir die Würstchen mit den Fingern essen. Oh, hallo? Oh, hi Penny. Du willst mit Helen sprechen? Warte, ich geb sie dir. Hallo, Penny. Tut mir sehr leid, wenn ich störe, Helen, aber es geht um die Nase von Hauptfeuerwehrmann Steele. Er ist eben im Dunkeln gestolpert. Ich muss leider noch mal los, aber ich bin gleich wieder da, Mike. Hauptfeuerwehrmann Steele hat was mit der Nase. Fangt schon mal ohne mich an. Oh, endlich! Sehr gut. Jetzt können wir auch den Rauchmelder testen. Ha, funktioniert bestens. Und der Regen ist vorbei. Das nenne ich Glück. Hurra! Jetzt können wir doch noch im Garten feiern und das neue Lied hören. Also nicht gebrochen. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ist nur ein Kratzer. Oh, was bin ich froh, dass der Strom wieder da ist. Mike ist im Dunkeln nämlich nicht gerade der Hellste. Ja, kann ich verstehen. Nicht jeder bleibt bei Dunkelheit so ruhig und besonnen wie ich. Ah, die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helen. Oh, die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig. Und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein, du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helen. Hilfe! Feuer! Hilfe! Helen, tu doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, da ist ein Feuer ausgebrochen, und zwar im Haus der Flotz. Oh nein, das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Wir müssen gleich wieder los, Sam. Oh, das könnte sogar ich aufspüren. Na los, such ihn. Na, da bin ich aber mal gespannt. Hallo, Mandy. Wo ist denn Dad jetzt wieder? Er musste gleich weiter, nachdem er den Abfluss repariert hatte. Ich glaube, er hat eine Spur gefunden. Komm! Sieht aus, als könnte er Mike bis hierher riechen. Ich habe
habe eine Bitte, Mike. Bevor du die Kellertreppe reparierst, könntest du da wohl erst diesen Kühlschrank runtertragen? Der strahlt hier oben schlechte Energie ab. Schlechte Energie? Davon habe ich noch nie gehört. Hä? Oh. Das ist Chop Suey, Mike. Gwendolyn kennt sich damit aus. Ganz genau. Und jetzt ist der Supermarkt fällig. Oh je. Komm schon. Mein Arm! Also langsam frage ich mich, ob Schnuffi überhaupt weiß, was er da tut. Vielleicht hat er ja auch nur Hunger. So wie ich. Mein Dad hatte wohl doch recht. Schnuffi ist in Wirklichkeit gar kein Rettungshund. Komm, wir bringen ihn zurück zur Feuerwache. Aus jetzt! Sei still! Halt, Mandy! Ich glaube, ich höre da was. Ach, Unsinn! Das ist der Wagen von meinem Dad! 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 Was ist passiert? Bist du verletzt? Au! Ich ruf Feuerwehrmann Sam. Mike Flatt hatte einen Unfall. Er ist im Keller vom Kabeljau-Café eingeklemmt. Hey, komm zurück, Weihnachtsmann! Nicht wegfliegen! Norman, was ist mit der Leiter? Norman! Bleib doch hier, bitte! Im Auto warten, Mandy. Es dauert nicht lange. Mom! 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 Was ist denn, Mandy? Ich habe gerade den Weihnachtsmann gesehen. Er ist da lang. Sei nicht albern, Mandy. Weihnachten ist doch erst in einer Woche. Ich bin ganz sicher. Also, ich sehe keinen Weihnachtsmann. Du siehst wohl mal wieder Gespenster, Sarah. Wie immer. Stimmt gar nicht. Es hat keinen Zweck, Norman. Wir haben ihn verloren. Wen verloren? Den Weihnachtsmann. Siehst du? Dann war er also doch da. Sei nicht traurig, Norman. Wir haben doch jetzt schon mehr Weihnachtsschmuck, als jeder andere in Pontypandy jemals zuvor hatte. Aber Mom, haben wir nicht noch einen Riesenweihnachtsmann? Nein, Norman, das war der einzige. Bestell doch noch einen. Doch nicht eine Woche vor Weihnachten. Der würde nie rechtzeitig ankommen. Und wenn du sagst, dass es ein Notfall ist? Oh, Hilfe! Notfall! Doch nicht so, Mom. Ich meinte am Telefon. Mom, ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Feuer in Dillys Laden! Feuer im Sparpreis-Supermarkt, Sam!
Wir hatten einen Anruf von Mrs. Price. Und in der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen? Oh, es wird Rauch aus dem Haus der Flatz gemeldet, meiner Treu. Es wurde gemeldet, dass Rauch aus dem Hause der Flatz kommt. Ihr müsst euch beeilen. Mrs. Price. Und uns sind die Eier ausgegangen. Ich komm ja schon. Vielen Dank, Mrs. Price. Wirklich sehr nett von Ihnen. Na, hat Norman Sie heute Morgen richtig verwöhnt? Oh nein. Ich glaube, mein kleiner Engel liegt noch im Bett. Aber Sie sollten heute ausschlafen. Ja, Norman sollte Ihnen Frühstück machen. Oh nein, ist denn schon wieder Muttertag? Überraschung! Einen schönen Muttertag! Ach, mein Norman, du bist doch ein Goldstück! Von wegen! Aber das war doch nur eine Packung Cornflakes! Wie wär's, wenn ihr jetzt nach Hause geht? Ihr wolltet eurer Mutter doch Eier kochen. Und macht die Küche nicht so schmutzig. Und? Erwarten mich heute vielleicht noch mehr tolle Überraschungen, Norman? Nö, das war's. Ich gehe jetzt Skateboard fahren. Oh. Tut mir sehr leid, Sam, aber das war wohl falscher Alarm. Mandy hat heute Morgen Frühstück für Helen gemacht. Und Dad hat geholfen. Und ihm ist der Toast angebrannt. Angebrannt. Ich hab nur vergessen, dass der Toast im Toaster war. Hat jemand Lust auf ein frisches Toast? Ich lasse ihn auch nicht anbrennen. Nein, danke, Mike. Wir müssen zurück in die Wache, falls es einen echten Notfall gibt. Bis bald. Oh, ist der niedlich? Hey, du! Weg! Verschwinde! Oh, Charlie! Ich wollte ihn doch noch ein bisschen beobachten. Das hätte ich mir auch denken können. Ah. Machst du das, Norman? Nein, ich habe nichts gemacht. Keine Panik, Norman. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Oh, Norman, hol das Telefon! Ich trau mich nicht, Mom. Der tut mir bestimmt was. Dann löse unseren Feuermelder aus. Es brennt zwar nicht, aber ein Notfall ist es trotzdem. Zerschlag das Glas. Aber wie, Mom? Das Ding ist viel zu weit weg. Ich weiß auch nicht. Wirf mit etwas danach. Wenn ich mein Fußball hätte, könnte ich den nehmen. Dann hol ihn hoch. Er liegt hinter dem Tresen. Okay, ich gebe mein Bestes, aber ich habe nur einen einzigen Schuss. Ja! Also wirklich, hier ist der dritte Notruf vom Sparpreis-Supermarkt. Das kann doch nur wieder ein falscher Alarm sein. Diesmal treibt Norman es wirklich zu weit. Oh, Mom, Sam kommt ganz bestimmt nicht. Er denkt sicher, ich tue nur wieder so und dann ergeht es mir wie dem Jungen dieser Wolfsgeschichte. Hab keine Angst. Es tut mir so schrecklich leid, Mom. Das ist alles meine Schuld. Ich hab den Alarm ausgelöst, aber ich wollte doch nur meinen Ball wieder haben. Ach, Norman. Das ist Sam.
Das ist Sam! Vorsicht, sonst fallen wir runter. Jetzt habe ich aber langsam genug, Norman. Was macht ihr denn da oben? Hier ist ein Wolf drin. Da! Er sitzt hinter dem Tresen. Ehrlich, das ist kein falscher Alarm. Wie niedlich. Das ist kein Wolf, das ist ein Fuchs. Und so wie es aussieht, ist er verletzt. Oh, armer Kerl. Hol den Greifer, Elvis. Oh, Sam, ich hatte solche Angst. Ich dachte nämlich, du würdest nicht kommen. Auf einen Notruf reagieren wir immer, Norman. Selbst wenn wir ihn für einen falschen Alarm halten. Ah. Aber tu ihm nicht weh, Sam. Keine Sorge, wir wollen dir nur helfen, mein Kleiner. Entschuldigung, Mom. Tada! Was soll denn das bitte darstellen? Mein Kostüm. Ich bin ein Superheld. Wo ist denn der Vorhang vom Badezimmerfenster? Norman? Ja, ich habe eine tolle Idee. Sarah kann so tun, als ob sie in Schwierigkeiten ist. Und ich rette sie dann. Achtung! Und Action! Norman! Die Kommandos gebe ich! Immerhin ist das meine Kamera. Oh, bitte, Mandy. Du kannst nicht alles machen. Na klar, schon gut. Action! Haha, hier bleibst du nun auf dieser Insel und niemand wird deinen Rufen hören. James? Oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, bitte rettet mich! Ha, keine Angst, Norman Man ist da. Ich rette dich! Moment noch! Norman Man? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, bitte rettet mich! Komm schon, Norman Man! Wir warten alle! Hilfe! Oh, bitte rettet mich! Hilfe, Hilfe! Hm? Hilfe! So rettet mich doch! Rühr dich ja nicht, Sarah! Fischer Charlie kommt zur Rettung! Hilfe! Alles klar, ich bin jetzt bereit. Aber ich nicht. Ich muss erst die Kamera wieder einschalten. Kommt jetzt endlich mal jemand her, um mich zu retten oder nicht? Ich komme, Sarah! Ich komme! Dad! Hilfe! Ich hänge fest, Sarah! Hilfe! Die Rettung ist nah. Norman Man ist da. Norman, hör auf mit dem Quatsch. Du bist nicht wirklich ein Superheld. Ich lauf los und hol Feuerwehrmann Sam. Hilfe! Am Strand ist was passiert. Komm, Penny. Ja. Ein Unfall am Strand, Sam. Vielleicht eine Seenotrettung. Nehmt besser gleich das Rettungsboot. Da wären wir. Mike, du musst unbedingt deine Bremsen reparieren. Ich weiß, ich weiß. Genau das werde ich jetzt auch tun. Mike! Oh nein! Los, wir ziehen in den Berg rauf. Das wird sicher voll cool. Mhm,
Ich hab dir was zu essen mitge... Puppe? Puppe? Puppe! Wo bist du? Achtung! Fertig! Los! Gute Fahrt! Seht ihr? Vollkommen sicher. Jetzt bin ich an der Reihe. Aber der Go-Kart ist doch gegen die Mauer gekracht, Norman. Aber nur, weil die Puppe nicht weiß, wie man anhält. Tut mir leid, Trevor. Heute Morgen habe ich noch Keile unter die Räder gelegt. Ich verstehe nicht, wo die auf einmal geblieben sind. Achtung! Fertig! Los! Pass doch auf die Mauer auf! Norman! Benutz die Bremse! Welche Bremse? Norman! Rot sieht man super, das... Da läuft was gar nicht super. Das ist ein Notruf. Oh, ich hoffe, Sam versteht das. Mom, Butler läuft weg. Sehr seltsam. Ich rufe die Notzentrale an. Oh, Gwendolyn am Cliff verunglückt. Ich muss die Bergwacht verständigen. Keine Sorge, Kumpel. Ich meine, Sir. Ich find sie. Butler, was machst du denn hier? Butler, wo läufst du hin? Butler! Sieh nur! Da ist Tom! Hilfe! Ich fürchte, ich kann hier nicht landen. Ich hole Verstärkung. Sam! Ich hatte das Gefühl, ihr könntet mich brauchen. Was ist das Problem? Mein Bein! Ich rufe Schwester Flood an. Warum geht heute eigentlich niemand an sein Telefon? Hallo? Oh, Butler hat mich hergeholt. Was Butler, ist denn passiert? Das wäre ein guter Junge. Lass mich mal sehen. Wir müssen ins Krankenhaus, um dein Bein zu röntgen. Tom, wir brauchen hier unten dringend eine Trage. Geht klar, Sam. Gut. Passt auf, sie könnte pendeln. Sam wird dich begleiten, Liebes. Ich komme dann zum Krankenhaus. Tja, so eine wahnsinnige Aufregung und dein Bein ist nicht mal gebrochen. Verstaucht ist schlimm genug, James. Sam, du warst wundervoll. Und wäre Elvis Lied nicht gewesen, säßen wir jetzt noch auf den Pontypandy-Klippen. Rot sieht man super, das hilft dir in der Not. Denn klappt mal was nicht super, hilft dir ganz schnell rot. Wenn er an den Strand gerät, kommt er aus eigener Kraft nicht wieder ins Wasser. Und das wäre wirklich schlimm. Wir müssen den Wal unbedingt retten. Tom Thomas kennt sich ganz toll mit Tieren aus. Der kommt bestimmt, wenn du ihn anrufst.
Kein Problem, ich bin schon auf dem Weg, Charlie. Der Wettbewerb ist jetzt vorbei, Kinder. Tom meint, das Walkalb hat seine Mutter verloren. Wir werden es also erstmal zurück ins Meer treiben und er sucht mit dem Hubschrauber nach seiner Mom. Oh, ich hoffe, wir finden seine Mom. Ja, ich auch. Aber wir müssen jetzt im Team arbeiten, okay? Zuerst müssen wir näher an die Küste ran, damit er nicht an den Strand schwimmt. Aber da sind ja so viele Felsen. Ist das nicht gefährlich, Dad? Deshalb müsst ihr mir auch helfen. Behaltet die Bootsseiten gut im Auge und sagt sofort Bescheid, wenn ihr einen Felsen im Wasser seht. Wir dürfen aber auch dem Walkalb nicht zu nahe kommen. Ich bin gleich bei euch. Da bin ich. Tja, nichts zu sehen. Das Walkalb schwimmt wieder ins offene Meer. Wann darf ich denn mal ans Steuer? Du musst jetzt nach Felsen Ausschau halten, Norman. Oh, hier links ist irgendwas, Dad. Ich meine, Backbord. Es ist riesig, aber ich bin nicht sicher, ob es ein Felsen ist. Könnte auch die Walmutter sein. Was machst du denn da? Ich sagte doch nein, Norman! Der Wal! Er hat uns gerammt! Oh, Norman! Wieso hast du das nur getan? Ich wollte ihn einfangen, damit ich den Wettbewerb gewinne. Oh, oh! Dad! Es läuft Wasser ins Boot! Wir haben ein Leck! Das hat uns gerade noch gefehlt. Signal. Charlie muss vor den Schwierigkeiten stecken. Ich rufe lieber Feuerwehrmann Sam. Charlie ist mit seinem Boot in Seenot geraten. Komm mit, Penny. Alles klar. Eine Seenotrettung! Betreffendes Boot in der Bucht gehört dem Fischer Charlie und es sind möglicherweise Kinder an Bord. Das war kein Bergadler. Den hast du nämlich bestimmt schon längst verscheucht, Norman. Hab ich gar nicht. Ich weiß, was ich tue, Mandy. Ab hier ist der Weg gesperrt, Norman. Gehen wir lieber zurück. Unsinn, Mandy. Sieh dich doch um. Der Weg ist völlig in Ordnung. Was ist denn mit Schnuffi los? Vielleicht wittert er ja Gefahr. Ach, jetzt hör auf, Mandy. Er ist nur ein Hund. Ein Rettungshund. Hol das Stöckchen, Schnuffi. Siehst du? Schnuffi findet auch, dass wir nicht weitergehen sollten. Aber Hunde können doch noch nicht mal lesen, Mandy. Ich weiß, was ich tue. Wir sehen schon früh genug, wenn der Weg unsicher wird. Komm schon, hier finden wir den Adler bestimmt. Die haben ihre Nester gern an entlegenen Orten. Da! Und jetzt flieg los, Kleiner. Och, was hast du denn, mein Kleiner? Du bist doch jetzt wieder ganz gesund. Also flieg zurück zu deinen Freunden. Los! Vielleicht hast du ihn zu gut gefüttert, Tom. Hey! Eigentlich machte sich der Vogel ganz gut auf deinem Kopf, Tom. Hopsendes Känguru, nicht schon wieder. Tja, dem Piepmatz gefällt's hier eben, Tom. Denk dran, die Bergwacht ist nicht nur für Menschen da. Hilfe! 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 Es hat keinen Zweck, Mandy. So weit draußen kann uns niemand hören.
Und was ist mit Charlie? Der ist viel zu weit weg. So laut kannst du sicher nicht rufen. Hilfe! Hilfe! Schnuffi? Aber wer ist da noch? Hilfe! Oh nein! Notrufzentrale. Wie können wir Ihnen helfen? Feuerwehrmann Sam, bitte. Also dann. Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Da kommt ein Notruf, Hauptfeuerwehrmann Steel. Na, her damit. Hä? Helen und Penny in den Portipendi-Bergen vermisst? Sam, nimm Schnuffi mit. Ja, Sir. Komm, Schnuffi. Oh, und verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll mit dem Geländewagen zum Haus der Flotz kommen. Klar wie Klärchen. Hopp, Schnuffi. Bei diesem Nebel haben wir nur eine Chance. Wir lassen Schnuffi an Helens Kleidung riechen. Dann wird er sie schnell aufspüren. Wo ungefähr sind Sie in den Pontipendi-Bergen hingegangen? Ich weiß nicht, Tom. So sehr ich es auch versuche, ich kann mich einfach nicht erinnern. Oh, das müsste von Helen sein. Hier, Schnuffi, such Helen. Pontipendi-Berge liegen in der Richtung, Sam. Ich weiß. Wo führt er uns nur hin? Nanu! Ich hab nichts getan. Hallo, Schnuffi. Was machst du denn hier? Wir suchen Penny und deine Mom, Mandy. Ja, Schnuffi hat an der Bluse deiner Mutter geschnüffelt und uns direkt hergeführt. Das ist keine Bluse, sondern ein Kleid und gehört mir. Wie konntest du bloß Mams Sachen verwechseln, Dad? Aber ich weiß auch nicht. Ich wusste einfach nicht, wessen welche waren. Die gehört auf jeden Fall, Mom. Halt! Ich weiß wieder. Ich weiß wieder, wo die beiden hin wollten. Den Quellenweg und dann rauf zu den hohen Zinnen. Verflixter Funkenflug. Nichts wie los. Komm, Schnuffi, das schaffst du. Los, kommt alle hinterher. Schnuffi hat schon eine Spur. Such Schnuffi. Hier sind wir. Helen! Oh, Mom! Weißt du das nicht mehr? Dieser Kleber taugt nicht. Jetzt klebt die Tube an meiner Hand fest. Entschuldige, Charlie. Das war wirklich keine Absicht. Der Kleber ist mir aus der Hand geflogen. Da hättest du mir mit der Tube Kleber doch fast eine geklebt, Norman. Mit Kleber eine geklebt. Oh, und weg ist er. Oh, 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 ich bin heute gute Laune. Heute ist mein Tag. Also, ich brauche richtigen Kleber. Ganz starken. Oh, super Haftkleber. Klebt einfach alles. Hält ewig. Cool. Genau, was ich brauche. Das Zeug solltest du lieber nicht benutzen, Norman. Da ist ein Warnhinweis drauf. Bei Hautberührung kann man damit überall kleben bleiben. Wieso schenkst du mir ein Modellflugzeug, wenn ich es da nicht zusammenbauen soll? Lass mich doch einfach machen und ich zeige es dir dann, wenn es fertig ist. Gut! Möchte jemand Eistee? Oh, herrlich! Tolle Idee, Elvis! Eigentlich war das ja Sams Idee. Er hat Köpfchen und ich hab ein Händchen für... Sehr erfrischend, Elvis.
Wirklich überaus seltsam, dass wir bei dieser sengenden Hitze noch nicht mehr Notrufe hatten, Sam. Die Sonnenstrahlen sind heute kolossal stark. Das kann man wohl sagen. War doch kinderleicht. So gut wie fertig. Und ich habe nicht einen Tropfen Kleber an den Händen. Oh. 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 Oh nein. Oh, Mom. 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 Nein. Blöder Kleber. Mom. Oh. Ja. Oh. Wo kommt das denn her? Oh nein, das ist Normans Zimmer. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Ein Feuer über Dillis Supermarkt. Schnell! Beeilt euch! Denn er ist kein Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam.